Meine lieben Freunde, in den letzten paar Monaten ging ja auch ein kleineres Thema um Pokémon Sonne und Mond in der Pokémon Community rum, nämlich wie sieht es eigentlich mit Mega-Entwicklungen aus in Pokémon Sonne und Mond? Ob jetzt wirklich neue Mega-Entwicklungen dazukommen werden, wissen wir derzeit leider noch nicht. Jedoch hat sich nun endlich geklärt, ob jetzt wirklich gar keine Mega-Entwicklungen mehr vorhanden sind oder ob sie immer noch da sind und nicht von irgendwelchen Z-Moves und sowas alle ersetzt werden. Denn, naja, man hat bis hierhin noch gar nichts von irgendwelchen Mega-Entwicklungen mitbekommen. Und deswegen war es so ein bisschen strange. Ich meine, wir haben jetzt schon irgendwie 3, 4 Monate, 5 Monate irgendwie Trailer gesehen, aber in keinem konnte man irgendwie was mit Mega-Entwicklungen erkennen und das war natürlich dann schon ein bisschen strange. Jedoch war jetzt in dem Magazin Django, warte mal, V-Jump-Magazin, genau. Im V-Jump-Magazin wurde das Pokémon Jangmo erwähnt. Das ist ja dieses Drachen-Pokémon, das neue mit der Herzschuppe oben auf seinen Kopf drauf. Und die haben halt da ein bisschen über die Fähigkeit von ihm geredet und haben dann auch als Vergleich genommen, also die Fähigkeit kann zum Beispiel die Hyper Voices von Mega Gardevoir und Sylveon blocken. Also ja, also diese Hyper Voice ist so eine Lautstärke. Was ist die Lautstärke? Das ist halt eine Attacke, die halt so Lautstärke und sowas, jemand brüllt rum und das ist halt Hyper Voice und da ist halt so eine Attacke und das blockiert er halt. Ja, das ist natürlich eine schöne, nice Ability. Das interessiert jetzt, glaube ich, gerade niemanden. Es geht eher darum, dass da Mega Gardevoir erwähnt wurde und ja, das ist zumal ein Indiz dafür, dass wir hier wieder Mega-Pokémon dabei haben werden. Zwar keine neuen, also das ist bis jetzt noch nicht im Klaren. Ich glaube, meiner Meinung nach glaube ich echt, dass es keine neuen geben wird, dass sie jetzt erstmal chillen werden mit den Mega-Entwicklungen. Ich meine, sie haben ja jetzt erstmal auch genug neue Pokémon wieder rein. Ist ja okay. Da muss man jetzt nicht mit den Mega-Entwicklungen wieder übertreiben und kann da vielleicht ein bisschen mal chillen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal den Fakt, dass, naja, Mega-Entwicklungen halt vorkommen werden. Es wurde halt noch nicht richtig confirmed, aber ich meine, wenn er jetzt schon steht, es kann die Attacke Hyper Voice von Mega Gardevoir abwehren. Ich meine, das muss ja dann da drin sein im Spiel, weil dieses Pokémon wird wahrscheinlich nicht abwärtskompatibel sein. Also muss es ja schon in dem Spiel drin vorkommen, das Mega Gardevoir. Das heißt also, dass wir hier auf jeden Fall Mega-Entwicklungen drin haben werden. Aber ob es neue geben wird, wie gesagt, ist noch in den Sternen, steht noch in den Sternen. Wenn ihr irgendwie Ideen habt, wenn ihr schon Indizien vielleicht dafür habt, dass es neue Mega-Entwicklungen geben wird, schreibt das gerne in die Kommentare. Hättet ihr lieber mehr neue Mega-Entwicklungen dazu und weniger neue Pokémon oder allgemein mehr Mega-Entwicklungen, beziehungsweise überhaupt Mega-Entwicklungen, die neu sind? Und naja, oder hättet ihr lieber halt keine weiteren Mega-Entwicklungen erstmal, weil ihr denkt so, yo, ist too much erstmal, reicht erstmal mit den Mega-Entwicklungen. Ich finde, es reicht, wie gesagt, erstmal mit den Mega-Entwicklungen, ist okay, wir haben jetzt in den letzten beiden Editionen Mega-Entwicklungen bekommen, jetzt kriegen wir noch die Z-Moves und wenn wir jetzt noch weitere Mega-Entwicklungen bekommen, das wäre ein bisschen too much, glaube ich, mit den ganzen neuen Pokémon auch noch dazu. Natürlich wäre es schon cool, wenn auch ein Pokémon eine Mega-Entwicklung bekommen würde, wäre ziemlich cool, also ein neues Pokémon. Aber naja, man kann jetzt nichts dagegen machen. Ich finde es auf jeden Fall trotzdem schon mal cool, dass wir hier jetzt ein Indiz dafür haben, dass es Mega-Entwicklung. Oh, jetzt habe ich gerade meinen 3DS-Stab rumgeworfen, ich troll. Dass es hier Mega-Entwicklung geben wird in dem Spiel. Freut mich auf jeden Fall, weil Mega-Entwicklung ist was ganz Cooles und ich hätte auch nicht erwartet, dass es keine Mega-Entwicklung in dem Spiel geben würde, weil, naja, alles andere wäre irgendwie dumm. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Seid ihr glücklich, dass es Mega-Entwicklung geben wird oder eher nicht? Schreibt das gerne mal in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video, meine lieben Freunde, und habt noch einen sehr, sehr gechillten Tag. Haut rein und ciao, euer Zero mit Pokémon Sonne und Mond News.